Ich grüße euch herzlich zu Quellwerk. Lebe täglich in Erweckung. Dieses Reden Gottes hat mich gepackt und ich habe eine neue Serie entwickelt und heute kommt so die Einführung. Und zwar habe ich einen Text gefunden im Psalm 52. Und wenn du diesen Psalm liest, wirst du denken, wie kommt er auf persönliche Erweckung? Wenn du diesen Psalm verstehst, wirst du entdecken, dass Gott dich unkaputtbar gemacht hat. Schöne Sprachschöpfung. Dass du ein Träger des Heiligen Geistes bist, der nicht zu überwinden ist. Und ich starte mit dir, indem ich in diesen Psalm 52 hineingehe. Hier verarbeitet David ganz offensichtlich ein echtes traumatisches Erlebnis. Er war auf der Flucht vor König Saul und hatte als Unterstützer sich überlegt, er könnte den Priester Ahimelech besuchen und vielleicht könnte der ihm helfen. Der hat nur die Schaubrote, eigentlich für Gott geheiligtes Brot, gibt es David trotzdem, was schon alleine das schon ein echtes Sakrileg ist. Aber bei diesem Priester hält sich ein Mann auf, sein Name ist Doeg und er ist ein Scherge des Königs Sauls. Der beobachtet die ganze Szene, lässt seinem Herrscher davon die Information weitergeben. Saul ordert diesbezüglich eine Strafexpedition gegen den Priester und seine Leute an. Die Priester werden getötet. Die Nachricht kommt zu David und er weiß, meine Dummheit hat diese heiligen, gottesfürchtigen, hilfsbereiten Männer das Leben gekostet. Nicht nur persönliches Versagen, sondern auch echte Schuld. Und natürlich darüber hinaus auch die Angst, wie geht's in der Zukunft weiter. In diesem Psalm arbeitet er das auf und das Erste, was ihm klar wird, ist, ich bin total naiv gewesen, total dumm eigentlich. Warum? Weil ich doch weiß, es gibt Feinde. Und ihr lieben Freunde, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sollten wir diesen Gedanken nicht vergessen. Der Teufel ist hinter uns her. Es ist tatsächlich die Wahrheit, was im Epheserbrief steht. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und ihr lieben Freunde, je klarer wir unsere Berufung, Gott zu dienen, ernst nehmen, desto mehr werden wir auf der schwarzen Liste des Teufels stehen. Natürlich, wir sind für ihn gefährlich, Träger der übernatürlichen Kraft Gottes. Aber ihr lieben Freunde, das sollte uns nicht ängstlich machen, sondern das sollte uns erst recht mutig machen. Denn die zweite Wahrheit stimmt auch. Wenn wir für Gott unterwegs sind, wenn wir ihm dienen, dann ist Gott unsere Gerechtigkeit. Er ist am Ende unser Schutzschild. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, sondern er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht, mein Gott ist meine Zuflucht und meine Burg. Das solltest du nehmen. Und auch der dritte Gedanke, den David hier versteht, der ist großartig, denn jetzt kommt die eigentliche Offenbarung, dass er sagt, nämlich mit meinem Gott werde ich immer gewinnen. Ich werde nahezu unzerbrechbar, ich werde unüberwindlich. Es gibt keine Umstände, keine Herausforderung, die mich zum Einknicken bringen können. Ich gebe dir die Stelle, Vers 10, wo er Folgendes sagt. Ich bin aber wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes und ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Ihr lieben Freunde, darüber habe ich nachgedacht. Gott hätte auch sagen können, du bist wie ein Birnenbaum oder wie ein Eichenbaum oder wie eine Buche. Nein, Gott, wenn er mit dem Heiligen Geist Menschen inspiriert hat, dann haben sie geschrieben, was göttliche Offenbarung hat. Und das ist der Ölbaum. Ölbaum Olea Europae oder auch Ölbaum genannt, wird seit dem 4. Jahrtausend kultiviert. In der Bibel wird dieser Baum 35 Mal erwähnt. Und was ich großartig finde, ist, er benötigt die ersten 10 Jahre, um zu wachsen. Also da passiert noch nicht viel an Fruchtbildung. Aber dann, ab dem 20. Lebensjahr, beginnt er ertragreich zu werden. Und je älter der Baum wird, desto mehr Früchte bringt er zum Leben. Und ich dachte, wunderbar.
Hey, die Bibel sagt, je älter wir werden, je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto begeisterter, desto kraftvoller, desto mehr Überwindergeist soll in uns freigesetzt sein. Dieser Baum, er ist einer der wichtigsten Bäume im Mittelmeerraum. Warum? Weil er so unglaublich viel Nutzen abwirft. Ja, nicht nur, dass er für die Speisebereitung mit seinem Öl wichtig ist, auch Könige werden mit diesem Öl gesalbt. Das finde ich ein tolles Bild. Dieses Öl wird für die Wundpflege gebraucht. Und dieses Öl war natürlich der Rohstoff, der in die Lampen hineingefüllt wurde, um damit Licht zu erzeugen. Und letztlich wurde dieses Öl auch genommen für die Hautpflege. Und in der Bibel heißt es nicht umsonst, wenn unser Angesicht strahlt vor Freude, dann weil es glänzt von diesem Öl. Und es ist ein Bild für dieses übernatürliche Berührtsein und diese Freude, die von Gott kommt. So eine Olive musste dann ausgepresst werden und in einer Ölpresse. Und sie gibt bis zu 30% Öl, jede einzelne Olive. Wow! Sodass ein guter Baum in guten Jahren bis zu 1000 Liter Öl freisetzen kann. Was für eine unglaubliche Menge! Der älteste Baum steht in Nuves auf Kreta, weit über 4000 Jahre alt, sodass man überzogen sagen könnte, der ist wahrscheinlich kurz nach der Sintflut gekeimt und dann nach oben gekommen. Aber was diesen Baum so einzigartig macht, ist, dass er hitze- und frostresistent ist. Ganz erstaunlich. Und dass seine Wurzeln in echten Dürrephasen bis auf 6 Meter und tiefer sich hineingraben, um dann Wasser zu ziehen. Nichtsdestotrotz, und jetzt kommt der Punkt, der mich begeistert, gibt es Dürrephasen, wo diese Bäume tatsächlich verdorren, vertrocknen. Und dann beginnt etwas, ja, dieser Baum schlägt diesem Klimawandel regelrecht ein Schnippchen, denn irgendwo aus irgendeiner anderen Wurzel beginnt ein neuer Baum herauszuwachsen. Die Umstände dachten, sie haben den Baum besiegt, die Trockenheit dachte, sie hat den Baum besiegt, die Dürre dachte, sie hat den Baum besiegt. Und aus irgendeiner Wurzel kommt ein neuer Baum. Das macht diesen Olivenbaum zu einem Symbol für Hoffnung, für unglaubliche Lebenskraft, für Vitalität. Kein Umstand ist in der Lage, diesen Baum tatsächlich zu besiegen. Er ist unkaputtbar. Und jetzt kommt für mich die zweite großartige Wahrheit an diesem Baum. Nämlich, er gibt ein Sekret ab, das nennt man Oleuropein. Und dieses Sekret vertreibt Insekten, Bakterien, Viren und auch Pilze, so dass er nicht von irgendwas angreifbar ist, und das macht ihn so unglaublich stark und lässt ihn so uralt werden. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er dieses Bild des Ölbaums nimmt. Gott will dir damit sagen, du bist dieser Ölbaum. Deine Wurzeln sollen in Christus ganz tief hineingehen und du sollst aus ihm dieses ewige, göttliche, freisetzende Leben holen. Egal wie dürr es um dich herum ist, du bist in Christus und holst seine Kraft. Und seine Kraft ist in dir so mächtig, dass egal was der Feind versucht, in dein Leben reinzubringen, du wirst es überwinden. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass der, der in uns ist, größer und stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Und das führt dazu, dass dieses ewige Leben in dir dich immun macht vor all den Angriffen und dich darüber triumphieren lässt. Und du weißt selbst, der Tod hält mich nicht auf, sondern wird neues Leben hinein und durch mich hindurch freisetzen. Hey, und dann die letzte wirklich begeisternde Gedankenführung ist doch die, wir sind potenzielle Ölproduzenten. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir sollen das freisetzen. Wir sind nicht nur ein Tempel des Heiligen Geistes, sondern von uns fließen diese Ströme des Lichtes und der Kraft und der Heilung und des Lebens und der Freude und der Liebe und was auch immer. Hey,
Wir müssen nicht beten, Gott, gib irgendwie Erweckung. Nein, wir sind Erweckung. Du und ich, in uns ist dieser Geist der Kraft. Und wir setzen Herrlichkeit Gottes, egal wie dürr, wie trocken, wie wüstenähnlich die Umstände sind. Wir setzen Gottes Kraft frei. Und für alle, ihr Lieben, die wir schon älter sind, je älter, desto mehr. Halleluja. Oh, ich sag dir, die neue Serie, die auf uns wartet, wird so voll sein mit Kraft Gottes. So, ich lade dich ein, sei nicht nur selber jemand, der das konsumiert und für sich nimmt, sondern gib es einfach weiter. Zum Schluss, die vielleicht nicht ganz so gute Nachricht, ich bin die nächsten 14 Tage beruflich unterwegs, kann nicht zu Hause sein, kann keine neuen Quellwerkbeiträge einspielen. Ihr müsst die nächsten 14 Tage in der Kraft des Herrn aus dem Öl, das ihr habt, leben und das werdet ihr gut hinbringen. Und dann freue ich mich, wieder mit euch zusammen unterwegs zu sein. Ich denke so ab dem 21. November. Und bis dahin, ihr Lieben, seid bewahrt, seid umarmt, seid geliebt, behütet und gesegnet. Der Herr ist mit euch. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.